So, guten Morgen zusammen. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. Heute nehme ich euch mal wieder mit zu Reparaturarbeiten. Das ist jetzt Kleinreparaturen 2.0. Was es alles so gibt, wie ich das technisch löse und welche Aufträge das überhaupt sind, gehen wir Punkt für Punkt gemeinsam durch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Los geht's! So, der erste Termin ist jetzt soweit fertig. Und zwar war das ein Waschbecken, ein älteres Modell und auch eine ältere Armatur. Ich hatte zuerst gedacht, dass die Eckventile defekt sind, waren sie aber nicht. Das ist, wenn die Armatur, wenn man die so hat und die ist auf dem Porzellan drauf, dann gibt es ja unten diese Schraube, die man anziehen kann, damit die Armatur auf das Becken drauf gepresst wird. Unter der Armatur und zwischen dem Porzellan gibt es einen Gummidichtring. Dieser ist wahrscheinlich kaputt, deswegen, wenn ich das Wasser auf das Waschbecken drauflaufen lasse, um die Armatur rum, tropft es mir unten raus. Der Vorschlag meinerseits war, die Armatur zu wechseln. Das Siphon war auch ziemlich verkrustet, das heißt, wenn ich die Armatur wechsle, wird auch das Siphon defekt gehen. Habe ich dem Kunden gesagt, beides gehört gewechselt, unabhängig davon, welcher Installateur das macht. Wenn er einen Kumpel hat oder einen Freund hat, der das machen kann, kann er das durchaus machen. Also es ist nicht installateursbedingt, ja, also nicht von dem, muss nicht von mir sein, sondern ich kläre die Kunden eben auf, welche Optionen das gibt. Wir haben jetzt gerade eine Schwarmlösung dafür gefunden, indem wir einfach ein Handtuch zwischen den Eckventilen und oberhalb von einem Siphon hingelegt haben. Das heißt, wenn das kleine Waschbecken benutzt wird, tropft es da runter und wird erstmal eine Zeit lang über funktionieren. Ja, weil der Kunde nicht damit gerechnet hat, dass ich jetzt gleich die Armatur wechsle. Man will ja erstmal sehen, was kommt auf einen zu und so weiter. Ja. Deswegen, das war der Vorschlag meinerseits. Der Kunde überlegt und sagt uns dann einfach Bescheid. Und jetzt geht es zu dem nächsten Termin. Der nächste Termin ist im Heizraum tropft es irgendwo von der Kaltwasserleitung auf ein Ausdehnungsgefäß. Schauen wir mal. Ich habe gerade eben einen Anruf vom Chef bekommen. Ich soll noch mal kurz bei einer Liegenschaft vorbeifahren. Dort haben wir ein Bad modernisiert. Und wenn jetzt bevor die Fliesenleger und die Verputzarbeiten anfangen, muss man die Verlängerung zu der Badewanne hin etwas rausverlängern, damit das mit einer Gummimanschette abgedichtet wird. Sonst kann der Fliesenleger einfach nicht weitermachen. Also kurz umdisponieren, hinfahren, das Ganze machen. Das ist jetzt erledigt. Jetzt habe ich noch einen Termin direkt im Haus nebendran gehabt, habe die Kundin angerufen, sie kommt aber erst gegen 11. Das heißt, sie könnte auch jetzt vorbeikommen, dauert aber ungefähr eine 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dauert mir zu lang, deswegen fahre ich zu den anderen Objekten und repariere die. Stelle mir jetzt einen Wecker, damit er um 11 Uhr rum klingelt, und auch wenn ich dann im tiefsten Keller bin, dann klingelt das Handy trotzdem oder der Wecker klingelt, dann rufe ich die Kundin an und sage, ich brauche so eine halbe Stunde, bis ich bei ihr bin, ja, wenn ich die anderen Sachen erledigt habe. Wenn dort mehr zu tun ist, natürlich Zeit anpassen. Gell? Und jetzt fahre ich zu dem tatsächlichen Termin wegen einem Ausdehnungsgefäß. Los geht's! Wenn ich bei der Liegenschaft angekommen bin und reingehe zum Schauen, ist das erste, was ich immer mitnehme, ein Cuttermesser, mein Schraubenzieher-Set, da sind 8 Bits drin, eine Pumpezange und eine Glattbackenzange, und dann habe ich eigentlich zu 80% immer alles dabei, was ich brauche. Ich schleppe nie die ganze Kiste rein, sondern verschaffe mir immer erstmal eine Übersicht und dann entscheide ich. Und jetzt gucken wir mal, was da los ist. Oh je. Ich glaube, das ist jetzt eine größere Geschichte. Ah, sieht so aus, als ob die Heizungsleitungen da durchgehen und auch ein Teil der Trinkwasserleitung. Also, dass die Heizungsleitungen undicht sind, glaube ich eher weniger. Ich denke eher, dass es die Trinkwasserleitung ist. Akkuschraube herbringen, die ganzen Module alles wegschrauben, beziehungsweise die Blechverkleidung wegschrauben und dann eine Übersicht verschaffen. Was können wir tun? Welches Rohr ist kaputt? Welche Dimension haben wir? Wie können wir das Ganze lösen? Werkzeug am Start. Ach, ich liebe das.
Ordnung am Arbeitsplatz A und O. So, da sieht man das. Hier vorne, wo ich den Finger hinhalte, da ist ein ganz kleines Loch. Das ist stecknadelgroß und da schießt es nach oben gegen die Tapete. Ist an einem Pressfitting undicht. So, jetzt sieht man es. Das 28er Kupferrohr. Das bedeutet, Leitung abisolieren, hier vorne irgendwie schneiden. Und ist halt wirklich schlecht verlegt, ja. Die Warmwasserleitung und die Zirkulationsleitung. Die Warmwasserleitung ist hier im vorderen Bereich ist 42, im hinteren Bereich ist aber 54, was weggeht. Das sind wahrscheinlich die Altinstallationen, dann die Zirkulationsleitung, die da verbaut ist, ist vielleicht auch die Altzirkulation. Und dann ist ein neuer Fitting draufgesetzt worden und gepresst. Das war jetzt jahrelang dicht und jetzt ist es irgendwo, ist es halt undicht. Ja. Das heißt, die komplette Warmwasserversorgung jetzt abstellen. Aber bevor ich abstelle, werde ich die Leute informieren. Dann fahre ich weg, hole das Material, was ich brauche. Dann Wasser abstellen, rauslassen, reparieren, wieder langsam alles aufmachen. Auf Dichtheit kontrollieren, dämmen. Kriege ich gar nicht die Dämmung rum. Ja? Das ist wirklich, wirklich schlecht verlegt. Finde ich nicht in Ordnung so. Also. Vorgehensweise, 24 Familienhaus, bei allen persönlich geklingelt, nicht unten an der Tür klingeln, es ist immer das Gleiche, du klingelst unten an der Tür, dann geht die Tür auf, die Leute vom zweiten Stockwerk rufen runter, ja, was ist, dann schreist du hoch, keiner versteht was, du gehst dann zweite Stockwerk hoch, ja. Das umgehe ich immer, dann laufe ich halt die 5-6 Stockwerke hoch, klingel mich überall durch, sag jedem Bescheid, 2 Stunden, jetzt haben wir 11 Uhr, 11 Uhr habe ich geklingelt, jetzt haben wir 11.30 Uhr. Das dauert immer einen Augenblick, bis du allen Bescheid gegeben hast. So durchgehen, allen Bescheid sagen, teilweise auch englischsprachig. Ja? Und mein Englisch ist nicht so gut. Und dann versuche ich das mit meinem Englisch, was ich früher noch von der Schule habe. Hello, we are the, I'm the plumber. I have the problem in the heating system room and with a broken pipe. Yeah? I have to change it because I have to... Or I have to repair it like this. Ja, das ist so mein leichtes Denglisch. Und damit versuche ich mir zu behelfen. Die Resonanz ist eigentlich immer positiv. Ja? Die Leute sind glücklich, dass einer Englisch sprechen kann. Ich habe englische Handwerker, Leute aus der ganzen Welt, ja, trifft man da. Und dann erkläre ich das ganz kurz. Die wissen genau Bescheid, was ich will, wie wir das Ganze machen. Zack, fertig. So, Leute sind informiert. Das Haus sperre ich dann erst ab, jetzt fahre ich weg und hole das ganze Material. Wenn ich alles zusammen habe, nochmal checken, okay, so mache ich das alles. Schneiden, neues Material reinpressen, Dämmung mitnehmen, wieder alles dämmen, die Blechverkleidung wieder zumachen, safe. Und jetzt zack, zack zum Großhandel, Material holen, hier am Start sein, Wasser absperren, entleeren. Ich bin im vierten Stockwerk angesprochen worden wegen der Zirkulationsleitung, dass das Warmwasser eine ganze Weile lang oder eine ganze Weile braucht, bis es da ist. So, hier oben steckt ein Thermometer drin in der Zirkulationsleitung. Den habe ich jetzt rausgenommen und habe ihn erstmal ein bisschen ins kalte Wasser reingetan, damit der Thermometer fällt, damit ich sehen kann, ob er richtig funktioniert. Ich habe hier noch andere Thermometer, die könnte ich vergleichsweise mal reinstecken, so, um zu sehen, der richtig rumgeht. Ja, er steigt jetzt hoch auf 60 Grad und die Zirkulationspumpe ist etwas lauwarm. Die Zirkulationsleitung auch. Also wenn das 60 Grad sind, dann kann ich das bei 60 Grad nicht so lange anfassen. Einfach überschlägig. Ja. Können zwei Möglichkeiten sein. Entweder ist ein Luftpolster drin in der Dachgeschosswohnung und die Zirkulation ist dann damit unterbrochen. Das Luftpolster muss raus, entweder Waschbecken, Duschwanne, Badewanne und so weiter, die Entnahmestellen aufmachen, die Luft rauslassen, bis noch klares Wasser kommt. Dann ist die Zirkulation wieder, der Kreislauf geschlossen und dann wird es wieder funktionieren. Oder die Speicherladepumpe hat einen Schuss weg.
dass die nicht mehr richtig fördert oder zu niedrig eingestellt ist. Das könnte natürlich auch sein. Checke ich auch noch im gleichen Zug, wenn ich hier drin bin. Ja? Temperaturen von der Heizung, Druck und so weiter, ist alles in Ordnung. Und während das eine läuft, mache ich viele andere Sachen nebenher, die ich quasi auch gar nicht mehr filmen kann, weil das sprengt dann einfach den Rahmen. Aber für mich, 2 Minuten reichen mir schon, dass ich durchgehen kann, gut, 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 ah, okay, da stimmt was nicht. Ja? Und das mache ich jedes Mal, egal wo ich bin. Zirkulation scheint in Ordnung zu sein, werde ich danach nochmal prüfen. Jetzt stelle ich das Wasser ab. So, Gardena-Übergang drauf. Oh, jetzt ist auch der Kessel mal aus. Gardena-Übergang drauf, hier entleeren. Nach der Zirkulationspumpe gibt es ein Rückschlagventil, deswegen wird es auf der anderen Seite, also nach dem Rückschlagventil, gar nichts bringen. Hier entleeren, rauslassen, schneiden. Vorher werde ich vorbereiten, schon das ganze Stück pressen, dass ich das Zeitfenster relativ kurz halten kann. Zack, zack, fertig. Ach ja, so ist es halt manchmal, ja. Du sagst Bescheid und dann läuft trotzdem das Wasser. Und wollen wir duschen gehen. So, Zeitfenster abwarten, Rohr einführen. Auf die Plätze. Fertig. Und ich glaube, das sieht jetzt gut aus. So, Rohr rein. Verbindung herstellen. Schnell pressen, bevor das Ding raussaust, ja. Also, siehst du, hat gar nicht wehgetan. Was lernen wir daraus? Das Leben ist einfach schön. Ja? Man kann dastehen und heulen, mache ich aber nicht. Läuft halt das Wasser. Ja, und es ist Lebensmittel Nummer 1. Es ist Kaltwasser, okay. Es ist, oh, jetzt ist es ein bisschen warm. Was ich euch mitgeben will, ja. Ich mache das immer so, ich bin bei einem Objekt und dann spielt es überhaupt keine Rolle, wo ich gerade bin, was ich mache. Es ist wie beim Pokerspielen. Ne? Du spielst mit deinen Jungs, 10 Leute, so, und du legst dir die besten Karten aus beim Pokerspielen. Was glaubst du denn, wer gewinnt? Genau du. Ja? Deswegen, das Leben ist schön, es ist einfach super, dass wir arbeiten können, dass wir was essen kaufen können. Dass wir gemeinsam als Team arbeiten können, alles ist super. Du musst es nur von dieser Perspektive aus sehen. Ja? Und ich sage bewusst nur, weil das ist alles da und das. Wenn du das einstellst und wenn du das so machst, everything is possible. So, und jetzt wollen wir checken, ob alles funktioniert. So, die Arbeiten sind jetzt fertig, aber ich wollte euch mal zeigen, so einmal deswegen, weil ich versuche, die Müllsäcke zu vermeiden, um die Umwelt zu schonen, aber ich muss den Eimer mitnehmen, die Lampe, mein Werkzeug, Pressmaschine, Kabeltrommel, die Leiter und das andere Zubehör. Und das alles nur wegen einem 30, 40 cm Stück mit einem Bogen. Ja? Trotzdem brauchen wir Handwerker unfassbar viel Werkzeug, um irgendetwas zu reparieren. So, jetzt ist wieder alles im Auto drin, wieder griffbereit, mein Handwerkzeug, was ich immer brauche als erstes. Ich habe das Auto übrigens so strukturiert, alles was ich oft brauche und sofort Zugriff haben will, das habe ich vorne. Und alles was ich halt nicht so oft brauche, das ist eher hinten. Ja? Und ich mag das, wenn der Bus sauber ist, dann ist der erste Tag oder gleich früher morgens, du machst den Bus auf, alles schön sauber. Happy Birthday, los geht's. So, der Auftrag ist erledigt. Jetzt fahre ich zu dem nächsten und da geht es um einen Heizkörper, der nicht warm wird. Mal sehen, ob wir den gangbar kriegen. Ich liebe das, ja. Die Mädels, die machen immer die Termine so, dass du alles relativ nah beieinander hast. Erster Termin, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Vielen Dank an unsere Mädels im Büro und an meinen Chef. Das macht er richtig toll. So macht das Arbeiten auch Spaß. Und jetzt gehe ich mal rein. Also, das war auch relativ easy. Das Ventil ist einfach gehangen. Thermostatkopf aufmachen, Ventil gangbar machen, wieder Thermostatkopf drauf. Energie fließt rein, der Kunde ist glücklich.
Und ich auch. Der Termin ging jetzt super schnell. Und jetzt fahre ich zu dem nächsten Termin. Also, wir sind jetzt in der Wohnung drin. Wir haben hier einen Verteiler. Da sind alle Heizkörper angeschlossen mit Vor- und Rücklauf. Es gibt einen Wärmemengenzähler. Da habe ich als allererstes bei solchen Sachen mache ich immer so, dass ich den Wärmemengenzähler anschaue und die Werte vergleiche. Ich, wie immer erwähnt, ich überschlage die Werte, damit ich dann weiß, was ich zu tun habe. Der Wärmemengenzähler, da hat mir gesagt, da fließen nur 20 Liter, 15 Liter durch. Das kann nicht sein. Ich habe dann geguckt, was ist an den Einstellungen eventuell verändert worden? Gar nichts. Dann habe ich die Ventile gecheckt. Wir haben 5 oder 6 Heizkörper, die habe ich alle überprüft. Die Ventile sind alle gangbar, Thermostatköpfe drauf, alles müsste funktionieren. Jetzt habe ich geguckt, sind die Absperrungen offen oder zu? Die waren beide zu, ich habe sie aufgemacht, trotzdem war keine Besserung. Das untere, das Nest ein bisschen, da habe ich die Stoffbuchse angezogen und dann nochmal geguckt, ob das richtig auf oder zu geht. Und tatsächlich, dann ging, nachdem ich die Stoffbuchse angezogen habe, ging das Handrad wieder auf. Und man hört das Fließgeräusch durch den Vorlauf, Innenrücklauf, beziehungsweise das Fließgeräusch durch den Vorlauf, dass das Wasser reinfließt. Die Heizkörper müssten funktionieren. Dann nochmal in die Menüebene, wenn du bei dem hier, bei dem Wärmemengenzähler, 3 Sekunden drauf drückst. Wir machen das mal gemeinsam. Drauf drücken, mehrere Sekunden. Zack, so. Drauf drücken, da hast du Kubikmeter pro Stunde. Jetzt war mir vorher 0,023 Liter. Das ist einfach zu wenig, 23 Liter pro Stunde für alle Heizkörper. Jetzt habe ich 530. Hey Baby, jetzt geht es. Ja? Und so überprüfe ich immer erstmal, bevor ich überhaupt anfange, immer checken, kontrollieren, das Hirn einschalten, Werte überschlagen. Und wenn das alles funktioniert, dann gehst du zum Heizkörper hin, fasst dann an, oh, und verbrennst dir die Flossen. Also, wieder geschafft. Juhu! Puh, was für ein Tag, aber alles geschafft. Ja, manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das alles an einem Tag packe oder nicht, aber diesmal hat es wieder gut geklappt. Das ist nicht der Regelfall, muss man sagen. Ja? Jetzt fahre ich noch in die Firma, lade den ganzen Schmutz aus, dann sortiere ich noch ein bisschen mein Werkzeug, spiele die Bilder rüber, schreibe die ganzen Formulare, Dokumente, wie auch immer man dazu sagt, fertig, übergib sie dann dem Büro und dann ist mein Arbeitstag zu Ende. Was ich noch erwähnen wollte, genau, Foto- und Filmsequenzen. Alle Filmsequenzen, die ich euch zeige, da hole ich mir die Erlaubnis, dort filmen zu dürfen. Wenn ich die nicht bekomme, dann gibt es halt kein Video, ja, darüber. Fotos, wenn es so ein einzelner Heizkörper ist oder wie am Waschbecken, das ist jetzt, da frage ich nicht nach. Ich muss ja sowieso die Fotos für die Firma machen, für das Archiv und die blende ich einfach mit ein, also da wird jetzt mir kein Strick daraus gedreht. So. Ich hoffe, es gefällt und unterhält dir. Du kannst viel für dich mitnehmen. Ich wiederhole mich öfters, aber ich hoffe wirklich, dass viele Menschen davon profitieren, dass sie das angucken, was ich mache. Und jetzt gehe ich nach Hause, eine Dusche nehmen. Mein Name ist Luke van Dijk und ich wünsche euch eine wirklich tolle Zeit. Ciao.